Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es um den Duft Golden Dalla von Serjoff, was ein fantastischer Kaffeeduft ist, den ich euch heute gerne mal näher bringen möchte aus der Coffee Break Kollektion von Serjoff. Aber zunächst mal, wenn du neu bist auf diesem Kanal, herzlich willkommen. Mein Name ist Kai und auf diesem Kanal geht es um Themen wie Haarstyling, Hautpflege, Bartpflege und Parfum. Das heißt, wenn du neu bist, den Kanal noch nicht abonniert hast und du diese Themen spannend findest, dann abonniere gerne den Kanal. Der Knopf ist direkt unter diesem Video. Also, Coffee Break von Serjoff. Ich habe diesen Duft netterweise zum Nikolaustag geschenkt bekommen und darüber bin ich extrem glücklich, weil ich diesen Duft nämlich vor einem halben Jahr, glaube ich, schon mal in einem Sample gehabt habe und ich war damals schon hin und weg, denn wie wir alle wissen, ist der Kai ein sehr großer Kaffee-Fan und Kaffee spielt hier unter anderem eine Rolle und ich finde eigentlich Kaffeedüfte fast alle gut. Kilians Intoxicated zum Beispiel ist auch so ein sehr gutes Beispiel für einen tollen Kaffeeduft. Habe ich auch schon rezensiert, verlinke ich euch hier oben auf dem i, wenn ihr das sehen wollt. Und ich finde einfach die Note extrem geil und ich liebe auch einfach Kaffee als Getränk. Und deshalb, ja, ist es eigentlich klar, dass ich die Duftnote auch mag. So, in diesem Duft hier haben wir aber nicht nur Kaffee drin, sondern es ist eine sehr spannende Kombination. Boah, ich rieche den auch jetzt schon wieder allein schon von dem Zerstäuber her, weil der auch wirklich sehr, sehr intensiv ist. Ist eine extra de Parfum-Konzentration, kein Eau de Parfum. Und das, ja, kommt in diesem Duft eben sehr, sehr stark zum Tragen. Auf jeden Fall ist es eine sehr ungewöhnliche Kaffeekombination. Nichts, was jetzt in die Gourmand-Richtung per se geht, sondern es ist eher ein Duft, der mit floralen Noten spielt. Ich meine, dass ich hier sehr viel Rose rausrieche und dann eben Kaffee nur so als Beinote. Also es ist, würde ich sagen, hauptsächlich ein floraler, leicht süßlicher Duft. Aber wie gesagt, nichts, was gourmandig ist, eher floral und dann eben mit Kaffee quasi so als trockene, würzige Komponente, die da mit drin ist. Finde ich als Kreation, also von dem, wie der Duft gemacht ist, an sich schon sehr, sehr spannend. Definitiv auch polarisierend, sowohl für Menschen, die gerne Rose oder so als Duftnote mögen, als auch für die, die eher so auf der Gourmand-Schiene sind und Kaffee jetzt nur von zum Beispiel Intoxicated kennen. Ich glaube, dass es bei beiden Lagern dann Leute gibt, die das extrem feiern und solche, die es eben nicht so feiern. Aber das ist eben ein Risiko, was man bei Serjoff immer wieder mal eingeht, dass die Düfte halt auch einfach polarisierend sind, weil sie auch echt kreativ sind teilweise. Und das wird hier wieder sehr, sehr deutlich. Ich finde aber trotzdem, dass der aus dieser Coffee Break Reihe, es gibt da nämlich insgesamt drei Düfte von, Golden Dalla, Golden Mocha und Golden Green, glaube ich, dass er von diesen dreien wirklich der beste ist und die anderen beiden haben mich wirklich nicht so überzeugt. Golden Mocha ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen eine florale Geschichte, aber hier hat es mir wirklich am besten gefallen, wie das Ganze umgesetzt ist. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, wir haben hier hauptsächlich eine florale Komponente, die eben leicht süßlich rüberkommt und dann eben mit Kaffee. Und das ist eben so, wie der Duft ist. Und der bleibt auch eigentlich von Anfang bis Ende so, wie er ist. Am Anfang mit ein bisschen mehr Kaffee und dann am Ende bleibt die Rose übrig. Und das war es eigentlich schon. Und dementsprechend ist er auch, ja, fast schon linear so von der Duftentwicklung her. Aber das ist, finde ich, nichts Schlechtes. Haltbarkeit und Projektion wirklich über die Maßen gut. Projektion auf der Haut eher ein bisschen schwächer. Ist ja bei Extrait de Parfum häufig der Fall, dass die nicht so stark von einem wegprojizieren. Aber wenn ich mir damit jetzt zum Beispiel die Klamotten noch einsprühe, dann ist es auf jeden Fall auch wieder recht stark für das Umfeld. Und ich kann euch empfehlen, auf jeden Fall nur 2-3 Sprühstöße davon zu verwenden, weil der schon echt ziemlich intensiv ist. Und von der Haltbarkeit her habt ihr hier locker 10-12 Stunden, Serjoff-typische Haltbarkeit, vielleicht sogar ein bisschen besser und überdurchschnittlich, wenn ich das mit anderen Düften aus dem Haus so vergleiche. Ja, und dann natürlich das übliche, supergeile Flakonqualität mit diesem schönen Koffer, also auch wirklich als Geschenk sehr toll, was mich denn eben auch sehr gefreut hat, dass ich ausgerechnet diesen Duft geschenkt bekommen habe, weil ich glaube, wenn man so einen Serjoff-Duft verschenkt, dann macht man sich auf jeden Fall Freunde, weil es auch einfach extrem hochwertig aussieht und verglichen mit anderen Nischendüften definitiv zu den besten Aufmachungen gehört, die ich persönlich so kenne. Insgesamt also wirklich ein rundes Ding. Ich freue mich extrem, dass ich den habe und habe ihn jetzt auch wirklich schon ein paar Mal getragen seit dem 6.12., was auch für sich spricht, weil ich ja auch recht viele Düfte teste und es nicht selbstverständlich ist, dass ich einen Duft dann auch regelmäßig trage. Hier ist es aber auf jeden Fall so. Und ich werde euch gerne natürlich alle Infos zu dem Duft in der Beschreibung verlinken. Jetzt interessiert mich natürlich, wie findest du Serjoff Golden Dalla bzw. allgemein Kaffeedüfte. Schreib mir deine Meinung gerne in die Kommentare rein. Lass mir ein Like da, wenn dir dieses Video gefallen hat. Abonnier diesen Kanal, wenn du ihn noch nicht kennst. Und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, dein Kai.